Am 4. August machte Stefan Gebhardt, Landtagsabgeordneter der Linken, sein Versprechen wahr und übergab die Diätenerhöhung für den Monat August als Spende an das Tierheim am Sandgraben an den Vorsitzenden des Trägervereins Andreas Stude und die stellvertretende Tierheimleiterin Cora Strohbach. Liebe Cora, lieber Andreas, die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt bekommen ja ganz gut Geld und dieses Jahr gab es wieder eine Diätenerhöhung. Meine Fraktion, die Linke, hatte ja einen Antrag eingebracht in den Landtag, dass die diesjährige Diätenerhöhung auch aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt werden soll. Dafür haben wir leider keine Mehrheit gefunden, gab zu dem Antrag nur Zustimmung von unserer Fraktion. Demzufolge müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt wieder eine Erhöhung bekommen haben zum 1. Juli und meine Fraktion ist da sehr vorbildlich. Wir haben uns verpflichtet, die komplette Erhöhung zu spenden und zwar auch den Bruttobetrag zu spenden. Also wir ziehen da nicht noch irgendwas, was sonst ans Finanzamt geht, noch irgendwie an Steuern ab. Und deswegen gibt es jeden Monat von mir für Einrichtungen im Wahlkreis 250 Euro. Und ihr seid die Zweiten, nachdem jetzt im Juli, also im letzten Monat schon die Tafel in Eisleben 250 Euro bekommen hat, bekommt ihr jetzt die 250 Euro im August. Und ich denke, das ist bei euch sehr gut angelegt, weiß, dass das hier in guten Händen ist und dass ihr das Geld auch gut gebrauchen könnt. Dann bedanken wir uns recht herzlich und Cora übernimmt den Scheck als unsere Finanzdame. Vielen Dank. Prima.